So, Anjo, bist du gerade hin? Ich fahr geradeaus jetzt. Pass auf, du fährst bis zum nächsten Autobahnkreuz, dann fährst du nach Wien und dann fährst du wieder und so. Ja, aber du kannst vielleicht an der Tankstelle wenden. Ja, ich glaube, das wird nicht gehen. Ich zoome mich da mal hin. Nee, geht nicht. Zoom, zoom. Woher Das ist ein weißt du Matler. das, Carsten? Hast du die Map Zoom, zoom, gebaut? Ja, ich habe die gebaut, ich habe mich da hingezoomt. Also, Andi, bist du schon an der Tankstelle? Ja. Der Kannst du da Carsten fährt wenden? Mazda. Ja. Ein Zoom, Bin zoom. schon dabei. Ach, cool. Der Carsten, der Andi kann da wenden. Also, der Carsten hat Andi, die der Map doch nicht Carsten kann da gebaut. wenden. Andi, der Carsten kann da wenden. Nee, Ich glaube nicht. Carsten, Andi, Ja, Carsten. Chakoti ist gut. Ja, Chakoten. Naja, Chakoten. Oh. Wer ist denn der Ja, Chakoten? Nee, Julia. Nee. Doch, bitte, sonst werde ich wieder gerammt. Hab ich keinen Bock drauf. Der möchte das nicht. Halt, stopp, ich möchte das nicht. Kann die. Kann der scheiß Zuckkeks mal aus der Verpackung kommen, wenn ich gerade ausfahre? Er kann auch aus der Verpackung erscheinen. Ich hab nichts verstanden. Irgendwas mit Tuckix und Verpackung und rauskommen. Ich sag nichts dazu. Immer geradeaus? Ja, dann sind wir irgendwann da. Dann sind wir irgendwann da. In Sendi. Ah, genau, Andi, da ist er, wir können fahren. Wir können fahren. Ich schwöre, der kommt näher und es klatscht, aber kein Beifahrer. Ich wollte mal melodramatisch rüberziehen. Ich dachte, es wäre Andi gewesen, deswegen. Ach, nur weil es Dürde macht. Was meinen auch schon Ruhm? Ich hab mal gar nichts getan, ich das muss mein wieder Josh, weil aufs wir Kochen beide das vorbereiten. Geilste offene Programm ever benutzen. Bei das stimmt halt schon. Das schweißt schon zusammen. Ja, so. Total. Ja. Ich schweiß dich auch gleich mal also, zusammen. Also wenn das die Hardware so heiß macht, dass sie zusammenschweißt, ja, dann würde ich mir Sorgen machen. Es wird einspurig. Oh, es wird einspurig, Julian. Wird einspurig. Das warum Josh gibt Gas. Josh gibt Gas. Ja, ich fahr schnell. Bisschen. Ach, guck mal, da ist ein Vogelschwarm. Vogelgeschwarm? Achso, Jürgen, um nochmal darauf zurückzukommen. Also, gibt's das nicht Spiel, genug das Andi geschickt hat, die hat auch blaue Augen. Was hältst du davon? Und so rot-orange Haare. Was macht ihr da? Der Josh fährt mir zu langsam. Hui, sagt der Kind um. Nein. Ich fahre hier voll Ideallinie. Premium, ja. Ich bin hier voll am Kippeln, ey. Ich gucke in letzter Zeit zu viel Grip, darum weiß ich, wie das geht. Oh. Toll. Hey, okay. Was, Grip? Grip. Mit P. Was ist denn Grip? Was mit P? Grip. Ja. Was ist das? Eine Fernsehsendung. Ach so, cool. Was ist das? Eine Fernsehsendung. Geht um Autos. Ah ja. Schnelle Autos. Läuft das auf diesem Vox, oder? C-Max? Ne, wie heißt's? RTL 2. RTL 2? So. Nein, eigentlich VHS. VHS. Das ist das einzige auf RTL 2, was man sich angucken kann. Läuft direkt nach Frauentausch, glaube ich, oder? Nein, läuft Sonntag zum 19. Halt, stopp, jetzt reicht es! Oh, scharfe Kurve. Guck mal, hat geklappt. Vollgas! Halt, stopp. Also halten wir mal fest, wir reden gerade über Frauentausch und Carsten sagt, oh, scharfe Kurve. Mhm. Wobei das bei Frau, also wenn ich ehrlich bin, bei Frauentausch. Erdbeerkäse. Quäse. Was ist, wenn du Wurst für Vitamine drin? Schinkenwurst, Fleischwurst. Es ist Quäse. Bärchenwurst. Guck mal, da ist noch ein Schloss. Josh, wenn du ehrlich bist? Ja, genau. Also wenn ich ehrlich bin, die weiß ich nicht. Frauentausch. Weißt du, wenn du. Irgendwas? Wenn du stolperst und das Kondom platzt, dann kommt sowas raus wie bei Erdbeerkäse hier mit Frauentausch. Da, die Nummer. Hä, aber was sagt das über die Qualität der verursachenden Zellen aus? Weil die selbst genauso die blöd waren sind. Ganz schlecht. Das was war denn Erdbeerkäse nochmal? Erdbeerkäse ist voll hier. Gesund. Achso, die mit dem Bio-Abfall. Das ist schön hier. Hier ist es oh, schön. Oh, es ist schön hier. Oh, hier ist schön. Bio-Abfall. Ja. Ich bleib mal stehen und guck mir das mal an. Josh und sein Stehen bleiben immer. Kann er ja machen. Die hat stehen bleiben gesagt. Also rein optisch fand ich sie jetzt nicht so schlimm. Was?
Oder bin ich jetzt irgendwie ihr? Ich glaube, du bist ihr. Oder du stehst auf, naja. Also sie war schon so IQ-mäßig so unter Brot. Jan, ich rede ja jetzt von optisch. Ich kann mich aber gerade auch nicht mehr 100% erinnern, ob wir jetzt von derselben sprechen. Ja doch, die war zumindest nicht so, nennen wir es mal, voluminös wie der Rest, so. Der da noch so zugange ist. Julian? Bitte? Ja, rechts raus. Was soll denn das? Also rechts hoch, wer auch immer da ist, der Kurt ist da vorne. Ja, ja, ich bin hier vorne. Ich habe mir das aber auf der Karte markiert. Oh ja, ich warte mal, ich warte mich hier an der Ausfahrt. Warte nicht zu blöd da, weil. Geh da weg. Ich fahr doch! Ich fahr! Also hier rechts hoch auf die Autobahn. Genau. Wo seid ihr jetzt hin? Ich fahr jetzt hier schon über rote Ampeln, damit ich hinterher komme. Rechts hoch. Kann aber jemand warten vielleicht? Rechts hoch. Ja, ich will vielleicht, dass der Andi uns auch noch sieht oder so. Rechts hoch! Andi rechts hoch! Nein! Das steht doch. Ja, er steht noch. Ich bräuchte eine Werkstatt. Wir waren doch gerade in der Ortschaft, oder? Ja. Ja, in Breno. In Breno. Gut, dann bleiben wir da mal ganz kurz stehen. Breno. Warum wird er bleiben, ist der? Nee, ich bin ja hinter euch, ihr könnt ruhig Gas geben. Okay. Dann wir fahren weiter. Julian! Ich habe nichts gemacht, ich stehe auf dem Gas. Ich stehe nur auf dem Gaspedal. Wer hat denn da fertig dann gemacht? Ich stehe auf dem Gaspedal und habe gelenkt. Ich habe weder gebremst noch irgendwie was anderes gemacht. Dinge tun, die in einer Kohärenz zueinander zu Tatsachen, linke Spur, die rechte geht weg. Die im Zusammenhang mehrerer Konsequenzen dazu führen, dass Dinge eintreten. Ich war hier noch nie. Julian, du leckst doch minimal. Tihi. Wo bist denn du gerade? Ich fahre auf der Autobahn. Nein, wo du gerade bist. Links. Ist gut. Ich wollte nicht deine politische Ausrichtung wissen. Ich weiß nicht, wo ich sein soll. Ich bin hier hinter Carsten. Das war gut. Behind you. Hinter Carsten vor dir. Siebter also Grad nördlich. Wir zählen mal durch 1. 2. 5. 3. 144. Motor aus. Ja, so eine Werkstatt wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? Ja. Ja, warum hast du dich nicht zurücksenden? Wir wollten doch warten. Nö. Es ist gleich wieder im Arsch, weil ich ständig... Alter, was machst du? Hilfe! Ich wollte das nicht. James, ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Warum nicht James jetzt auf der Seite? Ich wollte weil der Josh nicht. Erst nach rechts rüber ist, dann muss ich da links ziehen, dann ist er wieder nach links rüber gezogen und dann muss ich in die Botanik fahren und dann mit 110 durch die Wiese. Hier gerade da, wo du gerade bist, Andi, genau hier. So, ich setz mich, James, warte mal auf mich, ich setz mich mal zurück, ich krieg den Motor nicht mehr an. Da ist eine Ölspur, musst du vorsichtig fahren. Da ist glitchy und schleimig. Glitchy. Ja, das Spiel ist sehr glitchy. Oh, ich roll zurück. Eine fein gemacht, Carsten. Du rollst immer noch zurück, ich bin hinter dir. Was? Kann losgehen. Wunderbar. Nein, nicht mehr rückwärts. Wobei, ich habe eine Idee. Ich suche jetzt den Körperkontakt mit Carsten und dann. Was ist ein Körperkontakt? Körperkontakt? So. Pam. Ah, das ist jetzt schön. Jetzt sind meine Hupen direkt da, wo Carsten ist. Was? Bitte? Aha. Ich habe halt nicht nur eine. Weißt du, Luisa davon? Ich frag mal kurz. Kann es sein, dass ich die irgendwie hochschiebe? Ja, kann sein, dass du mich sehr stark zurückschiebst und dass der Attack-Hit mir das gleiche macht. Der Attack, der steht nur. Aber ist geil, nur durch Roll, dass man dich so zusammenschieben kann. Muss ich nochmal machen. Wie so ein Falten, wie so ein Gelenk. Was
genau hat Luisa? Die sitzt da im Hintergrund immer noch. Was, nee, was jetzt hat gerade sie nicht mehr. Oh. Ich wäre auch gerade ganz passend gewesen. In den Momenten geht sie dann aus dem Zimmer. Schade. Aber ist schon echt cool, gern so, gewusst, so ein Zellbock. Ich hätte echt gern gewusst, was jetzt passiert wäre, wenn du gesagt hättest, meine Hupen und sie sitzt im Zimmer. Und Körperkontakt suchen und... Ja, Körperkontakt suchen und deine Hupen sind bei Carsten. Ah, das wird gut. So, wo seid ihr zwei? Bin gleich wieder da. In Bielefeld. Bielefeld gibt's nicht. Stimmt, das habe ich im Stream auch gelernt. Das ist Bielefeld. Nein, du hast Braunschweig gesagt. Ja, eben, deswegen habe ich es gelernt, Julian. Man lernt was, wenn man was vorher nicht weiß. Nee. So, was addiert man dann nur zu seinem Gehirn-Array dazu? An die linke Spur geradeaus. Aber Arrays sind schwierig in der Handhabung. Wenn du vorher eine vordefinierte Länge eines Arrays erstellst, dann hast du Probleme. Deswegen sind in Java... Ja, ich wollte das Niveau wieder runterziehen. Stimmt, ich wollte gerade über Arrays philosophieren, dass man lieber Listen und sowas einsetzen soll mit Verlegungspunkten. Und so hast du nicht gesehen. Ja, das ist, aber du musst auch wissen, wie so eine Liste funktioniert. Warum redet ihr über Erektion? Erektion? Wo ist denn der Josh? Der ist vor dir. Der ist vor dir. Auf dem Standstreifen. Er fährt auf dem Standstreifen. Was? Du bist Pferd auf dem Standstreifen? Das ist interessant. Ui, Carrefour. Was ist ein Carrefour, Carsten? Das ist eine Firma. So eine Einsatztruppe. Ah. Die Carrefour. Die hätten aber nur 4 Autos im Fuhrpark. Oh, da sind sie. Gott, ihr seid ja langsam. Wir stehen, du Schlaubär. Aber die haben auch Doppeleffekt hier. Ist mir gerade aufgefallen bei Andis Gehupe. Ja, die ist bei mir immer gleich monoton. Oha, oha, da hat Andis Hupen beleidigt. Also die eine, ich weiß nicht, wie viele Andi hat. Ich habe ja nicht nur eine. Ne? Ne. Es sind schon mehrere als eins. Braucht jemand Sprit? Nein. Nee. Ja, ich fahre Iveco. Ne, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Okay. Okay. Gut, dann werden wir so fortfahren, wie wir das bisher gehandhabt haben. Ah, da fahren wir mal weiter geradeaus, wa? Ja, ich wollte das nicht so langweilig umschreiben, Carsten. Ruhe. Ja, ist so. Ich brauch schon ein bisschen mehr Stil. Ganz stupide geradeaus. Was ist denn? Wer ist Ue? Aber hier auf der Autobahn gibt's Kurven. Immer wenn du linke die Webcam anmachst. Linke Spur geradeaus. Ja, immer wenn ich du die Webcam anmachst. Ich fahr mal auf die linke anmachst. Spur, Josh. Da? Nee. Ich fahr auf die linke Spur, Josh. Ja, ist okay. Du hast Platz, ich kann nicht so rein. Weil da ist jetzt einspurig. Hat der James gesagt. Ach, hat er das einfach so gesagt? Und dann glaubst du dem? Ja, obwohl da war noch eine Sperrfläche, hätte ich auch noch drüber fahren können. Ne? Weißt du, jetzt hast du unnötige Hunde heiß gemacht. Das macht man nicht mit meinem James rum. Man macht keine Hunde heiß. Doch, wir sind nicht machen die in Amerika ständig. Die nennen das Hot Dog. Ja. Nee, Hot Dog gibt's bei mir morgen nicht. Hotdog. Wessen Dings vibriert hier so? Meins nicht. Bei mir meins vibriert auch nichts. Da fährt einer über die Linie, glaube ich. Ja. Ja, genau so. Dong. Ist der Carsten, bei mir. Eindeutig. Okay, jetzt bin ich das, warte. Er hat voll gemütlich heute, das ist auch super, oder? So richtig schön, so 110 und gemütlich und... Landschaft. Oh, ich bin geblitzt worden. Party. Oder Blitzmann, du musst Gesicht machen. Da musst du ja nicht viel verändern, Julian. Mach mal blödes Licht, halt schon, reicht schon. Ist auch so ein Klassiker. Der Klassiker, jetzt neu aufgelegt. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, nur mich. Ach, Übertretung. Aber treten finde ich schon ein bisschen gemein. Das tut doch weh. Ja, ach, da seid ihr erst. Nach Treten. Das war Aggression, ne, oder? Hat geklappt. Hm? Schön bei dir. Ich habe mir eine Andi-Maske aufgesetzt und bin geblitzt worden. Viel Spaß bei der Knolle. Julian, das ist aber dein... Wenn Julian, Andi auch nochmal geblitzt wird... Julian, warum hast du deinen Stuhl denn geklappt? Hä? Dann kannst du doch gar nicht mehr sitzen. Hä? Der passt dir jetzt irgendwie gar nicht. Ja, ist egal. Hä? Ich verstehe das gar nicht. Den muss man auch nicht. Ich hab's auch nicht verstanden. Weil war irgendwie... war irgendwie lustig. Okay,
Kennt ihr keine Klappstühle? Doch, ja, doch. Aber wo war jetzt der Witz dabei? Ja, weil der Julian geklappt gesagt hat. James, bist du jetzt abgefahren? Ich seh dich nicht.